Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, zu diesem Ausblick auf die Sterne vom Oktober 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Flirt, Verführung und Versuchung liegen in der Luft. Wer gerne tief schürft und keine Angst vor großen Gefühlen hat, dem wird der Monat gefallen. In der Liebe kann es hoch hergehen, denn Tabuthemen kommen an die Oberfläche und wenn wir das nicht mit viel Fingerspitzengefühl handhaben, kann es zu Brüchen und Trennungen kommen. Doch wenn wir bereit sind, uns gemeinsam mit den Menschen, die uns wichtig sind, weiterzuentwickeln und zu verändern, kann dieser Monat zu einem Meilenstein für unsere Beziehungen werden. Wenn ihr deswegen Beratungsbedarf habt, bin ich für euch da. Und jetzt beginnt ja auch die Saison für ein persönliches Jahreshoroskop. Je eher ihr euch meldet, desto besser, denn um diese Zeit bin ich immer sehr ausgebucht. Ihr erreicht mich wie immer über meine Homepage oder mein Kundentelefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Und weil am Himmel so viel los ist, verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung, also 30 Minuten Gespräch mit mir und einen Mitschnitt. Und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr wie immer am Ende des Videos, also bleibt dran. Das Sternzeichen-Collier aus der letzten Verlosung gewonnen hat Angel Eye. Herzlichen Glückwunsch! Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir, damit ich dir dein Collier zuschicken kann. Bevor wir loslegen, hier nochmal der Hinweis, dass ich alle langfristig wirksamen Konstellationen bis zum Jahresende im Jahreshoroskop 2018 ausführlich gedeutet habe und darin findet ihr auch die Geburtstagskinder, die besonders wichtige Aspekte empfangen. Das könnt ihr euch als Video anschauen oder auch in meinem Jahreshoroskop-Buch nachlesen. Und jetzt arbeite ich bereits an dem nächsten Buch für das Jahr 2019. Das wird noch ausführlicher werden als das letzte und diesmal werde ich auch die Finanztrends deuten. Aber jetzt wollen wir in die Konstellationen für den Oktober schauen. Die Sonne steht in Begleitung von Merkur in der Waage und das heißt, unser Beziehungs- und Liebesleben ist uns besonders wichtig. Saturn und Pluto befinden sich weiterhin im Steinbock, der Uranus steht im Stier. Mars ist nun wieder in den Wassermann eingetreten, wo er sich rund um den 5. Oktober mit der Lilith verbindet. Neptun steht in den Fischen und für, das ist hier, und für Jupiter ist es der letzte volle Monat im Skorpion, da er im November ins Zeichen Schütze wechselt. Auch der Mondknoten hat seinen letzten Monat im Zeichen Löwe, denn er wechselt im November in den Krebs. Chiron ist wieder zurück in die Fische gelaufen in den letzten Grad und bildet dann Ende des Monats einen Harmonieaspekt zu Glücksplanet Jupiter. Das heißt, die selbstlosen Heiler und Evolutionsagenten dürfen mit Fortschritten in ihrer Arbeit rechnen. Schaut euch dazu doch bitte auch nochmal mein Special Entdecke deinen inneren Heiler an. Und damit kommen wir zu den wichtigsten Playern in diesem Monat, nämlich Venus und Pluto. Pluto wird nach 6 Monaten wieder direktläufig und entfaltet deswegen in den kommenden 4 Wochen eine besonders große Kraft und Intensität. Und die Venus wird am 5. Oktober abends rückläufig, bewegt sich deshalb super langsam und hat ebenfalls besonders viel Power. Sie steht im Skorpion und Pluto ist der moderne Herrscher des Skorpions. Deswegen sind alle Themen rund um das Zeichen Skorpion besonders betont. Der Monat wird also sehr sexy, voller Anziehungskraft und Lust und wenn man flirtet, landet man relativ schnell miteinander im Bett. Es herrscht eine starke Intensität in der Liebe und in allen Gefühlsangelegenheiten. Das kann sehr schön sein, wenn man glücklich verliebt ist und alles gut läuft, fördert aber auch Liebesdramen und Auseinandersetzungen, bei denen man sich in etwas hineinsteigert. Auch das Thema Eifersucht dürfte in diesem Monat für manchen zum Problem werden. Pluto steht, ähnlich wie Neptun, für Geheimnisse und Betrug, nur mit mehr Drama und mehr Druck dahinter. Und die rückläufige Venus im Skorpion zeigt Komplikationen und unerwartete Wendungen in der Liebe an. Ich rate den Singles ja gerne, die 90-Tage-Regel anzuwenden, also 3 Monate abzuwarten, ehe man sich näher einlässt. Das wird aber in diesem Monat besonders schwer, weil die Lust so groß ist. Aber lasst euch gesagt sein, auch die scheinbar tiefsten Gefühle sind nicht immer das, was sie scheinen. Und wenn ihr euch im Oktober heftig verliebt, dürft ihr euch nicht scheuen, die Person nach ihrem Hintergrund und ihren Motiven zu fragen und von Anfang an für einen ehrlichen Austausch zu sorgen. Auch für bestehende Beziehungen können die Konstellationen so ihre Tücken haben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass im Oktober Dinge auf den Tisch kommen, die bisher unter den Teppich gekehrt worden sind, weil man sich gefürchtet hat, sie anzusprechen. Also Tabus. Aber nun wird es schwer, weiterhin bestimmte Probleme zu ignorieren.
Auch das Risiko, dass Geheimnisse auffliegen, ist erhöht. Das zeigt sich besonders deutlich im Horoskop des Neumondes vom 9. Oktober, denn da haben wir Sonne und Mond in der Waage in einer Spannung zu Pluto und die Venus befindet sich in Spannung zu Mars und Lilith. Und am nächsten Tag wechselt der Merkur in den Skorpion und der steht in Spannung zu Uranus. Und das alles bedeutet, dass der Druck steigt, Tabuthemen anzusprechen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Chance für einen Durchbruch und einen Neuanfang in unseren Beziehungen. Und die Waageplaneten zeigen uns den Schlüssel zum Erfolg. Wir müssen heikle Themen liebevoll und diplomatisch ansprechen. Also nicht nach dem Motto, du machst da immer was, das nervt mich, das musst du ändern. So entsteht kein Wir-Gefühl, sondern eher indem man sagt, mir liegt da was auf der Seele, das muss ich ansprechen, denn ich spüre, dass wir sonst auseinanderdriften. Wie können wir das gemeinsam in den Griff kriegen? Also immer die Gemeinsamkeit betonen und den Willen und den Wunsch, sich mit dem Partner zusammen zu entwickeln und auch selbst etwas dazu beizutragen. Dann kann dieser Monat zu einem Meilenstein in euren Beziehungen werden. Das betrifft übrigens auch Beziehungen zwischen Eltern und Kindern und in Freundschaften, gegebenenfalls sogar im Kollegenkreis. Rund um den Neumond sind allerdings die Konstellationen ziemlich kritisch, denn diese Spannung zwischen Venus und hier Mars-Lilith, die weist darauf hin, dass man geneigt ist, schwierigen Themen in der eigenen Beziehung aus dem Weg zu gehen, indem man fremdflirtet. Und das kann halt Folgen haben, weil wir insgesamt dazu neigen, Situationen zum Drama aufzubauschen und eifersüchtig zu reagieren. Wir sind gefordert, respektvoll und achtsam mit den Gefühlen anderer bzw. unserer Partner umzugehen und nicht unbedingt Dinge zu tun, die ihn oder sie verletzen könnten. Wenn wir bei uns selbst Gefühle von Eifersucht, Misstrauen oder den Wunsch nach Kontrolle beobachten, sollten wir hinschauen, ob es wirklich einen Grund dafür gibt oder ob wir uns da in was hineinsteigern. Ihr müsst euch klar machen, dass wir mit diesen ganzen Skorpionkräften dazu neigen, unversöhnlich zu reagieren. Verletzte Gefühle können langen Groll nach sich ziehen und es fällt schwer zu vergeben und zu verzeihen. Deshalb sollte man vermeiden, dass es überhaupt so weit kommt. Mit der rückläufigen Venus steht immer die Frage im Raum, ist es das alles wert? Wichtig ist auch zu erwähnen, dass ja die rückläufige Venus auch Begegnungen mit Menschen anzeigt, die in der Vergangenheit schon mal für uns wichtig waren oder mit denen wir schon einmal eine Beziehung hatten. Verbunden damit ist die Chance zu erkennen, wieso diese Beziehung damals nicht funktioniert hat und eventuell einen Neuanfang zu wagen, wenn man bereit ist, sich entsprechend zu ändern. Schwierig wird es, wenn man inzwischen eine neue Partnerschaft angefangen hat und sich doch zu der alten Beziehung wieder hingezogen fühlt. Dann sollte man einfach die Chance nutzen, sich mit dem oder der Verflossenen nochmal auszusprechen und zu schauen, was man für die neue Beziehung daraus lernen kann. Auf der praktischen Ebene würde ich euch außerdem empfehlen, während der Rückläufigkeit der Venus, die bis zum 16. November dauert, auf Schönheits-OPs oder auch kleinere Eingriffe wie Botox etc. zu verzichten, denn das Ergebnis könnte euch nicht gefallen. Die Venus steht ja eben für Kunst und Schönheit und wenn sie rückläufig ist, kann es da Missverständnisse geben. Und auch noch wichtig ist, wenn man Verträge abschließt, da muss man auch aufpassen, weil sich die Vertragspartner eventuell über ihre Wünsche und Wertvorstellungen noch nicht im Klaren sind und ihre Meinung nochmal ändern. Auch finanziell hat diese Konstellation ihre Tücken. Man neigt nämlich auch beim Geldausgeben zu Übertreibungen und macht gern Schulden. Geldprobleme können Partnerschaften jetzt an den Rand des Bruchs bringen, wenn sich die Partner nicht an ihre finanziellen Abmachungen halten und einer einfach das Konto leerräumt, um sich etwas zu gönnen, ohne dass das abgesprochen war. Also seid besonders vorsichtig. Für das Finanzielle wie in der Liebe gilt, dass man es mit Fingerspitzengefühl handhaben muss. Die rückläufige Venus ist auch nicht die beste Zeit, um Kredite aufzunehmen oder selbst Geld zu verleihen. Die Konstellationen bleiben eigentlich den ganzen Monat über so spannend und intensiv, um nicht zu sagen kritisch. Die besten Zeiten für Entspannung und Ausgleich sind vom 12. bis zum 14. Oktober und dann nochmal vom 18. bis 21. Oktober und das ist dann jeweils netterweise mit einem Wochenende. Am 23. Oktober um 13.22 Uhr geht die Sonne dies Jahr in den Skorpion und trägt dann bis zum Monatsende dazu bei, dass uns alle Themen rund um Liebe, Geld und Macht so richtig unter die Haut gehen. Dabei bildet sie gleich eine Spannung zum Uranus und dann kann es wieder krachen, also Vorsicht.
Und in den Tagen bis zum Ende des Monats läuft dann auch die rückläufige Venus in diese Spannung zu Uranus. Und der Höhepunkt ist der Vollmond am 24. Oktober in den Zeichen Stier und Skorpion. Dann sind schicksalhafte Begegnungen und Romanzen möglich mit Menschen, die einem das Leben aufwirbeln, mit denen man aber keine solide Beziehung führen kann. Deshalb, wenn ihr es nicht schafft, die 3-Monats-Regel einzuhalten, weil die Lust so groß ist, schaut zumindest hin, ob ihr mit der Person wirklich zusammenleben könntet. Denn das ist es doch, was zählt. Jedenfalls, wenn ihr nach einer festen Beziehung sucht. Wenn ihr bloß Spaß haben wollt, dann sind die Konstellationen bis zum Ende des Monats super heiß und prickelnd und man tanzt gewissermaßen auf dem Vulkan. Der Höhepunkt ist dann zum 31. Oktober erreicht und das ist Halloween. Aber mit diesem Tag ändert sich die Energie dann auch wieder hin zu mehr Spaß und Leichtigkeit. Die Venus wandert abends zurück in die Waage, der Merkur wechselt in den Schützen und der Mond steht im Partyzeichen Löwe. Perfekt, um eine wilde Halloween-Nacht zu feiern. Trotzdem besteht mit der Venus-Uranus-Spannung hier weiterhin die Gefahr, dass man eine bestehende Beziehung durch einen Flirt aufs Spiel setzt oder sich in jemanden Unpassenden verliebt. Aber langweilig wird es garantiert nicht. Wie sich die Konstellation für euer Sternzeichen bzw. Aszendent auswirken, das erfahrt ihr wie immer in den Sternzeichen-Horoskopen. Das waren eure Konstellationen im Oktober. Wenn ihr eine ganz persönliche Beratung zu eurem Horoskop braucht, bin ich gern für euch da. Aber meldet euch bald, denn ich bin zum Jahresende immer sehr ausgebucht. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 5. Oktober 2018. Und weil viele um 17 Uhr noch nicht können, habe ich extra für euch den Beginn der Veranstaltung auf 18.30 Uhr gelegt. Da könnt ihr mir wie immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Zum Beispiel jetzt, in welchem Bereich bei euch die rückläufige Venus fällt. Weil am Himmel so viel los ist, gibt es bestimmt reichlich Beratungsbedarf. Deshalb verlose ich in diesem Monat eine Kompaktberatung. Also 30 Minuten mit mir inklusive Mitschnitt. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos auf Facebook mit euren Freunden teilt. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und erfahrt automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials ans Herz legen. Über Lilith im Wassermann, über Uranus im Stier und entdecke deinen inneren Heiler über Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.